Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Meister Frickel. In diesem Video geht es um ein Doppeldienradio von Atoto. Leute, ihr habt mich darum gebeten, dass ich doch auch mal ein Doppeldienradio vorstellen soll. Und Atoto hat sich bei mir gemeldet und hat ihr ein Doppeldienradio zur Verfügung gestellt, sogar mit künstlicher Intelligenz. Leute, wir sind sehr gespannt, was das heißen soll. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Da ich kein Auto im Moment habe mit einem Doppeldienstschacht, habe ich im Hintergrund mal was vorbereitet. Nämlich, ich habe ein Armaturenbrett von einem von euch geschenkt bekommen. Und da ist zufällig ein Doppeldienradioschacht drin für meinen T4-Bus. Das heißt, möchte ich dann auch mal umsatteln von harten auf weichen Dashboard. Ja. Und dann hätte ich auch dieses Doppeldienfach zur Verfügung und gleichzeitig natürlich dann auch jetzt ein Autoradio von Atoto. Wir schauen mal, was das Radio kann und was das nicht kann und vor allem, was die künstliche Intelligenz macht, ob wir damit anfangen können oder nicht. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video! So, ich habe es für euch schon mal ausgebreitet, damit es schneller geht. Also natürlich ist dabei das Autoradio. Dann haben wir hier eine DAB-Antenne. Dann haben wir hier eine GPS-Antenne und noch eine Antenne, die ist direkt doppelt. Dann haben wir hier ganz normal USB-Anschlüsse, zwei Stück an der Zahl. Dann haben wir hier einen Kartenslot, um eine Handykarte reinzutun. Dann haben wir hier noch extra Anschlüsse, wie Mikrofon und andere Sachen. Muss ich mal genau gucken, was das genau ist. Und mehrere verschiedene Möglichkeiten, das Fahrzeug mit dem Autoradio zu verbinden. Quasi hier Plug and Play. Gut, als nächstes ist noch dabei, haben wir hier verschiedene Folien und dann noch verschiedene Umrahmungen, ein dünneres und ein etwas größeres, dickeres. Optional dabei gekauft habe ich jetzt noch einen Einbaurahmen, einen Schach, da sind auch noch mal so Dinger bei, habe ich optional dazu gekauft. Und wenn wir noch Zeit haben, schauen wir uns dann noch mal den Verstärker an, den ihr auch optional dazu kaufen könnt, von Atoto. Der ist extra für dieses Autoradio zugeschnitten. Das kann man Plug and Play anschließen. Und damit habt ihr noch mehr Leistung mit eurem Autoradio. Geht übrigens auch mit den anderen Autoradios von Atoto. Müsst ihr mal in die Liste gucken, welche genau gehen. Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euer Autoradio noch viel mehr Feuer zu geben. Naja, ich mache es jetzt hier im Schuppen. Ich habe vorbereitet. Ich habe hier, seht ihr, schönes Board, wo schön dicke Boxen drauf sind. Und ich habe hier ein schönes Dashboard von einem von euch zur Verfügung gestellt bekommen, was ich dann später auch in meinen Bus einbauen möchte. Das hat er mir geschenkt. Dafür nochmal höchsten Dank. Also ich bin richtig froh eigentlich. Und das Schönste dabei ist eigentlich, da ist ein Doppeldienstschacht drin. Die sind recht selten, aber ich weiß, dass ein paar von euch immer auch diese Doppeldienstschächte zur Verfügung haben und mich schon öfters gefragt, hast du nicht mal dafür ein Autoradio? Wir gucken mal, ob es da taugt oder nicht. Oder auch, ich sag mal, Golf 4 zum Beispiel, die haben schon diese Doppeldienradios und. Und wenn ich gerade Golf sage, da kommt in näherer Zukunft auch noch was. Wir schauen direkt mal, was ich so vorbereitet habe. Draußen steht mein T4-Bus. Da habe ich mal eben die Batterie angeklemmt. Ich habe hier schon die Kabel vorbereitet. Diese hier, das sind also diese DIN-Norm-Anschlüsse. Dann habe ich einfach mal reingelegt eine ganz normale Autoantenne und eine DAB-Antenne, die in den meisten Fahrzeugen entweder schon vorbereitet ist oder verbaut ist. Da kommen wir aber auch gleich auch noch genau zu. Dann habe ich mir gebaut ein Zündschloss. Und der Lichtschalter ist auch angeschlossen. Warum, erzähle ich euch natürlich gleich. So, hier liegen auch noch ein paar Sachen, um euch das eventuell besser näher bringen zu können. Und wir fangen direkt mal an. Autoradio gucken, ne? So, Bedienungsanleitung sieht so aus. Ihr seht, das ist nichts und da ist einfach nur ein Barcode. Den könnt ihr euch irgendwo hinkleben. Am besten würde ich das Autoradio kleben. Und dann kann man dort im Internet sich die Bedienungsleitung auch direkt auf Deutsch. Die wird dann auch sofort in Deutsch angezeigt. Wahrscheinlich, weil sie feststellen, dass ihr aus Deutschland das abruft. Dann habt ihr die Bedienungsleitung und alles, was ihr braucht, direkt auf Deutsch auf eurem Handy. Finde ich ganz gut. Und spart auch ein bisschen Müll für die Umwelt. Also es ist das Autoradio X10DG2B7E. Ich wiederhole es nochmal. X10DG2B7E. Die haben ganz viele verschiedene Modelle. Da steht es auch nochmal genau drauf. Da könnt ihr euch das dementsprechend passend raussuchen. Das ist jetzt hier, ich sag mal, das etwas teurere wahrscheinlich, weil günstig war es jetzt nicht, wie ich fand. Aber trotzdem
wenn ich mir eins von den Markengeräten kaufe, dann muss ich auch so viel Geld hinlegen. Hab mir gedacht, das können wir uns ja mal angucken. Jetzt gehen wir einmal hin und schließen das Radio an. Dafür haben wir jetzt hier verschiedene Kabelmöglichkeiten. Diese waren jetzt dabei. Ich gebe ISO A und ISO B. Was heißt ISO A und ISO B? Also ISO A und ISO B bedeutet eigentlich, hier ist der Hersteller schon hingegangen und hat Gelb und Rot im Kabelbaum schon so vertauscht, dass es für euer Fahrzeug passt. Ihr müsst jetzt selber ausprobieren, was passt. Ich kenne das in der Regel so, dass, wenn es nicht passt, dass ich Rot und Gelb miteinander tausche und dann passt es. Ich muss jetzt selber ausprobieren, was jetzt hier besser ist, ISO A oder ISO B. Ich nehme jetzt erstmal ISO A und dann hätten wir aber noch zur Verfügung hier einen Kabelbaum, den man komplett selbst anschließen kann, wo jedes einzelne Kabel, wie ihr seht hier, beschriftet ist und nicht nur hier auf Chinesisch, sondern auch auf Englisch. Könnt ihr euch dann mit zum Beispiel, hier habt ihr auch noch eine Zeichnung, was wohin gehört. Da könnt ihr genau sehen, hier welches Kabel wohin gehört. Hier übrigens genauso, habt ihr auch alles erklärt. Direkt auf dem Gerät, finde ich gut. Das spart immer ein bisschen Mühe. Klar, wir haben jetzt den Barcode, können uns alles raussuchen, aber ist natürlich so besser. Gut, ich nehme jetzt erstmal ISO-Stecker A und dann habt ihr am Auto bei euch selber, habt ihr dann ganz normal hier diese Stecker. Das hier sind jetzt die Stecker für die Boxen. Habt ihr jetzt hinten rechts, hinten links, vorne rechts. Kann man einfach Plug and Play anschließen. Und als nächstes haben wir hier, kommt da mal näher ran, das möchte ich ein bisschen was mehr zeigen, den Stecker, der für den Strom verantwortlich ist. Rot ist klar, ist Plus, schwarzes Minus. Dann haben wir hier Gelb, ist auch Plus, gesteuertes Plus zum Beispiel, also Klemme 15. Und hier haben wir dieses Orangene, das ist fürs Licht. Das heißt, wenn ihr Licht anmacht, habt ihr meistens die Funktion im Autoradio, ich hoffe, es ist hier auch so, dass das Autoradio dann abdunkelt. Dann habt ihr noch das blaue Kabel. Dieses Kabel ist dafür verantwortlich, zum Beispiel elektrische Antenne oder wenn ihr einen Verstärker habt, den ihr ansteuern möchtet, dann könnt ihr an das blaue Kabel gehen. Jetzt seht ihr, hier sind noch ein paar Pinne frei. Ich hätte zum Beispiel jetzt hier noch ein Kabel, wo noch mehr Pinne da sind. Also abgefrühstückt hatten wir jetzt schon schwarz, rot, blau, gelb, orange. Jetzt haben wir hier noch drei über. Die haben natürlich auch teilweise Funktionen. Ihr müsst mal gucken, welche bei euch belegt sind. Es gibt zum Beispiel eins noch, ein Kabel, jetzt weiß ich gerade nicht welches davon, was verantwortlich ist, dass das Autoradio eventuell während der Fahrt lauter wird. So gesteuert, dass dort Strom drauf ist, umso schneller ihr fahrt, umso mehr Strom kommt und dann wird das Autoradio quasi vom Ton her erhöht. Mein T4-Bus hat das sogar. Ob man das mag oder nicht, das sei dahingestellt. Das müsst ihr euch selbst überlegen. Eventuell könnt ihr dann das Kabel da noch abklemmen. So, dann schließe ich natürlich hier erstmal Strom an. Dann habe ich Strom. Das heißt, ich habe soweit jetzt schon mal vorbereitet, dass eigentlich das Autoradio schon Strom hätte. Jetzt würde ich natürlich hingehen gerne und einfach das Autoradio reinschmeißen. Ihr seht, das kann ich nicht einfach so reinschmeißen. Das wird einfach durchfallen. Also müssen wir da noch ein bisschen was tun. Offiziell dabei ist sowas hier. Aber ich finde, damit kann man jetzt eigentlich relativ wenig anfangen. Deswegen habe ich mir optional besorgt diesen hier, diesen Rahmen, wo das Autoradio auch so ganz gut reinpasst. Und da sind noch Bleche dabei, die man so befestigen kann, dass das Autoradio hier dann auch einhakt. Das adaptieren wir uns mal eben. Hier sind diese Bleche, da sind auch diese Schlüssel dabei, um das später wieder aufzumachen. Als allererstes passe ich mir jetzt natürlich erstmal den Rahmen an. Das heißt, ich setze den einmal hier ein, habe die Kabel nochmal kurz abgemacht. Und ich finde, das passt schon so jetzt erstmal ganz gut. Gucken wir mal eben, dabei waren ja auch noch diese Überwurfrahmen. Jetzt muss ich selber mal gucken. Diese hier waren beim Autoradio dabei. Jetzt haben wir hier einen schmaleren und einen breiteren. Ich glaube, ich tendiere jetzt direkt schon mal zum breiteren. Das sähe ja schon mal jetzt nicht schlecht aus. Das sähe ja mal richtig gut aus sogar. Also hier unten habt ihr übrigens, ist bei euch die Lüftung. Ich habe jetzt nur ein Brett vorgemacht, damit das nicht ganz so dumm aussieht. Also Radio ist gerade falsch rum, seht ihr ja gerade. Das heißt, aber können wir ändern. Hier, das passt soweit. Der Rahmen ist super, der passt perfekt. Also besser geht es gar nicht. Jetzt muss ich natürlich das Autoradio meinem Gestell anpassen. So, kann man wieder rausholen. Ich habe jetzt einmal geschaut. Ich habe mir gedacht, müsst ihr unten einrasten. Ist gar nicht so, muss hier oben einrasten.
Dieses kommt dann so, dann kommt das Radio runter und rastet quasi hier oben ein. Das heißt, dieses Blech, was ich hier habe, muss ich jetzt oberhalb am Autoradio festmachen. Das wäre jetzt hier so ungefähr in solch einer Position. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal hier so festmachen wollen. Wir müssen dann das Loch nehmen. Jetzt haben wir hier keins. Das heißt, wir können jetzt einfach hier, sind da genug Löcher eigentlich drin. Die müssen uns jetzt übernehmen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, nehme hier von die Mitte. Das kann ich gleich. Und dann hier ist die Verlängerung von diesem hier die Mitte. Gehe ich jetzt rüber. Zeichne mir das an und bohre mir das Loch einfach nochmal neu. Dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Einmal den Rahmen rein. So, Rahmen rein. Dann checken wir mal, ob es jetzt passt. Atoto ist richtig rum. Sieht jetzt erstmal schon mal ganz nett aus. Tja, Leute, das ist ja mal, das ist eine Punktlandung, oder? Das ist ja mega geworden, ey. Nochmal zu verdeutlichen, das Loch habe ich übernommen und hier habe ich einfach noch etwas daneben gemacht, damit ich hier ungefähr auf diesen Abstand komme. ISO-Stecker A nehmen wir jetzt einfach mal, schießen wir nochmal an. Zack, zack. Dann brauchen wir natürlich auch noch das Antennenkabel. Jo, und hier einfach Plug and Play einmal rein und eigentlich müsste jetzt angehen. Tut es auch. Zündung ist an. Radio wäre schon mal da, würden wir ein Kabel anschließen. Das ist nämlich dieses hier. Da möchte ich noch sagen, also hier ist so ein Stecker, den man hier reinmachen muss. Wenn ihr einen anderen Stecker habt, könnt ihr euch so einen Übersetzer holen, den reintun und dann auf das richtige Kabel. Machen wir kurz aus, weil ich möchte euch jetzt noch eben zeigen, Radio habe ich zwar so anschließen können, aber DAB Plus irgendwie vorbereitet habt, von einem anderen Radio, habt ihr jetzt hier leider das Problem, ihr könnt nicht mal eben auf den Stecker hier drauf gehen, weil dieser hier zu dick ist. Aber im Lieferumfang ist natürlich auch eine DAB-Antenne dabei mit dem richtigen Anschluss. Der sieht nämlich so aus und die dabei liegende Antenne sieht so aus. So, die werde ich jetzt einmal rauslegen, damit wir DAB gleich auch haben, in der Hoffnung, dass es klappt, weil ich natürlich keine Fahrzeugkarosse im Moment habe hier. Die DAB-Antenne habe ich jetzt durchgelegt. Wie gesagt, sie sieht grundsätzlich ein bisschen anders aus. Die hat diesen weißen Stecker mit drauf. Dafür gibt es bestimmt auch Übersetzer, wenn ihr die Originale verwenden wollt. Des Weiteren haben wir jetzt noch andere Sachen anzuschließen, wie ihr seht. Wir haben jetzt diese Stecker. Aufpasst, das Autoradio steht jetzt gerade auf dem Kopf. Dann haben wir hier natürlich noch andere Möglichkeiten, und Stecker anzuschließen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel USB. Und hier versteht sich von alleine, es gibt immer nur eine Möglichkeit, was anzuschließen. Dann haben wir hier die extra Karte, die SIM-Karte. Die SIM-Karte kommt dann hier in die Mitte rein. Dann haben wir noch solch einen Stecker. Hier diesen Stecker. Da kommt die GPS-Einheit rein. Die schließen wir jetzt auf jeden Fall an. Da steht GPS an drauf und 4G-Antenne. Also 2 in 1. Das ist ziemlich kurz. Das wird wahrscheinlich direkt hinterm Radio verlegt. Und das ist relativ lang hier, die Antenne. Die könnt ihr euch dann einmal hier aufs Armaturenbrett legen, indem man das einfach hier so rumlegt, dann hier an der Tür vorbei und dann könnt ihr euch das auf das Armaturenbrett legen. So, damit haben wir soweit alles angeschlossen. Das ist auch relativ kurz, also verschwindet das quasi mit hinten im Radioschacht. Ich werde jetzt mal auf die Bedienung von dem Autoradio eingehen. Dazu werde ich mal ein bisschen ranholen auf dem Bildschirm und dann werden wir mal zusammen gucken, was dieses Autoradio denn wirklich alles kann. Und das ist echt einiges. Am Anfang habe ich euch schon versprochen, dass da auch künstliche Intelligenz drin ist. Ich habe natürlich erstmal hier alles eingerichtet. Das heißt, ihr müsst euch einmal mit Google verbinden. Ihr müsst dieses verbinden. Das ist quasi, ihr müsst euch da eine App runterziehen, damit das dann auch funktioniert mit der künstlichen Intelligenz. Des Weiteren müsst ihr natürlich alles andere auch soweit einrichten. DAB Plus oder CarPlay müsst ihr dann mit eurem Handy verbinden, damit das auch alles funktioniert. Das habe ich jetzt im Vorfeld natürlich schon alles getan, weil das würde echt den Rahmen sprengen. Ich habe da jetzt wirklich ein paar Stunden dran gesessen, um das alles vernünftig für mich einzurichten. Und jetzt gehen wir da mal genauer drauf ein, damit ich euch mal zeigen kann, was dieses Gerät wirklich alles kann. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der GEMA, deswegen muss ich aufpassen, was ich da euch an die Ohren gebe. Aber da gibt auch Möglichkeiten, dass ich GEMA-freie Musik hier drauf spiele, geschweige denn abspiele. So, wir fangen einfach an. Jetzt seht ihr hier dieses weiße Feld. Das ist das Kartenmaterial quasi. Also hier ist Navi drauf. Normalerweise zeigt das auch
quasi im laufenden Betrieb schon hier, normalerweise zeigt das hier im laufenden Betrieb schon eine Karte an, macht es jetzt gerade nicht, aber wie gesagt, ist da hier quasi ein Testaufbau für euch. Im Auto sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Ihr seht die Uhrzeit, die stimmt, Datum, Uhrzeit stimmt auch soweit. Und hier seht ihr auch schon die Wetterkarte. Das heißt, ihr, wenn ihr einsteigt, braucht ihr einmal hingucken, seht sofort, was los ist. Ihr könnt natürlich auch diese Apps ändern, indem ihr zum Beispiel jetzt hier drauf geht, ihr sucht euch irgendeine App aus, die ihr benutzen wollt. Ich würde zum Beispiel gerne noch Equalizer haben wollen, den halte ich dann fest, ziehe den rüber, lasse den los und habe ihn dann auf dem Startbildschirm. Ansonsten seht ihr, dass ich jetzt hier so Sachen wie CarPlay, DAB Plus, was ich immer gerne brauche, YouTube vielleicht mal für die Kinder, Radio, Telefon ist wichtig und die Einstellung fand ich jetzt auch ganz wichtig. Ansonsten hätte ich jetzt hier noch Spotify. Ja, eigentlich alles, was ich so brauche. In erster Linie finde ich immer CarPlay ganz angenehm, weil CarPlay sehr aufgeräumt ist und ihr dann alles das habt, was ihr wollt. Könnt ihr halt die Sachen, ne, die man sich gerne antut oder hört, kann man sich dann halt reinpfeifen. Bei mir geht das jetzt über Amazon Music, funktioniert richtig gut. Bisschen was anspielen. Die Wiedergabe ist wirklich ordentlich. Also macht richtig Spaß, damit zu hören. Können natürlich auch dann hier aufs Kartenmaterial gehen. Alles verändern. Wir können natürlich auch andere Sachen nehmen, die CarPlay uns anbietet. Telefon, Musik. Die Karte halt, ihr könnt jetzt hier auf Nachrichten gehen, das mache ich jetzt nicht, weil ihr dann Nachrichten, wie ihr seht, von mir. Dann, was jetzt gerade läuft, wenn man das anklickt, kommt dann das, was zuletzt gelaufen ist. Und andere Möglichkeiten habt ihr auch. Natürlich könnt ihr hier auch, wie gesagt, Karte, dann die Grundsachen, dann dieses hier, dann habt ihr Einstellmöglichkeiten, den Kalender. Alles, was CarPlay halt so anbietet, hier Telegram ist wieder eine Nachricht drauf. Oder WhatsApp. Da müsst ihr halt mal gucken, wie das klappt. Da habt ihr auch die Möglichkeit, das eventuell zu erweitern. Aber ist bei dem Radio eigentlich fast gar nicht nötig. CarPlay ist halt, ich sag mal, was für sich. Ne? Dann habe ich jetzt hier DAB Plus. Kann ich einmal kurz anspielen und wieder ausmachen, weil ich muss, wie gesagt, mit der GEMA aufpassen. Ist gar kein Problem. Also DAB Plus habt ihr hier, habt ihr die Liste. Wenn ihr das neu einrichtet, dann drückt ihr einmal hier kurz drauf, dann zieht ihr euch von der Region, wo ihr gerade seid, natürlich einmal alles runter und zeigt euch direkt hier in dieser Liste alle Sender an und die könnt ihr dann auch sofort abspielen. Also kein Hexenwerk. Ich gehe mal direkt wieder raus. Dann habe ich natürlich normales Radio auch. Dann habe ich natürlich hier normales Radio auch. Ich kann es auch mal kurz anspielen. Man hört auch was. Der Empfang ist jetzt, ich meine hier im Stand, wirklich gut. Ansonsten kann man das hier auch so eingeben. Auch wie gerade, eigentlich hier drückt er einmal kurz drauf. Dann sucht er sich automatisch alle Sender, die bei euch in der Region quasi sind. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, alles für euch selber zu konfigurieren. Also wie ihr das haben wollt, ihr seht, er sucht sich jetzt die Sender raus. Und kein Problem, könntest du auch sagen, so, jetzt habe ich den Sender. Den Sender möchte ich aber hier drauf haben. Dann haltet einmal kurz fest und dann habt ihr den Sender da. Auch schnell eingerichtet. Das nächste ist natürlich Telefon oder Bluetooth. Mit Telefon brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Kann man sich jetzt hier einrichten. Dann habe ich hier, habe ich mir jetzt eingerichtet, dass ich alles einstellen kann, wenn ich möchte. Dann Spotify, brauche ich auch nicht drauf eingehen. Kennt normalerweise jeder. Da kann ich halt die Musik von Spotify hören. So, dann habe ich hier mehrere Fenster, die ich auch benutzen kann. Ich könnte zum Beispiel auch hingehen, dieses Fenster, wenn das voll ist, das nächste Fenster auch so voll machen, wie ich das möchte. Aber mir reicht das erste Fenster, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, hier auf alle zuzugreifen. Versuche ich jetzt mal im Schnelldurchlauf durchzugehen. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Google aufzurufen. Zack. Und das macht er dann auch, weil das ist dieses sprachgesteuerte Google. Gar kein Problem, super gut. Dann AUX, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, ist halt ein AUX-Ausgang, den man benutzen kann. Da habe ich jetzt nichts angeschlossen. Dann
Bilder. Jetzt könnt ihr euch natürlich schöne Bildchen draufziehen, auch von euch oder der Familie oder sonst was, die ihr dann auch später benutzen könnt. Als Hintergrundbild. Dann gehe ich wieder hier drauf. Wir waren bei Bildern, dann gehen wir auf Bluetooth. Das habe ich aber vorher schon gezeigt. Dann haben wir hier Chrome. Ist natürlich auch wieder ganz normal Google. Könnt ihr dann alles, was ihr quasi mit eurem Google zu Hause macht, auch hier machen, weil es läuft alles über dasselbe Konto oder ihr richtet ein extra Konto ein. Das dürft ihr euch aussuchen. Dann haben wir hier dieses D-Drive. Kann ich jetzt nicht benutzen. Habe ich nämlich nichts für. Oh, mein Auto hat nichts dafür. DRB Plus hatte ich gerade schon gezeigt. Da habt ihr halt DRB Plus. Dann Daten. Da sind Daten, die ihr auf das Gerät aufspielen könnt. Ihr habt also die Möglichkeit, noch irgendwelche Daten, ich sage mal Musik oder andere Sachen, aufs Gerät aufzuspielen. Drive Cat, da möchte ich gleich gesondert nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich die künstliche Intelligenz. So, dann ganz normale Einstellungen. Da habt ihr die Möglichkeit, halt alles einzustellen. GPS-Einstellung, Speicher, App, digitaler Assistent, alles zurücksetzen. Und zurücksetzen könnt ihr übrigens auch hier unten über die Reset-Taste einfach mal mit so einem kleinen dünnen Draht reingehen. Ich habe es schon mal gemacht, weil ich natürlich vorher viel gemacht habe und getestet habe und das dann einfach mal für mich zurückgesetzt habe, damit ich das euch nochmal neu zeigen kann. So, des Weiteren haben wir den Equalizer. Den hatte ich im Vorfeld ja auch schon. Dann können wir einmal kurz drauf eingehen. Equalizer ist natürlich hier wirklich gut. Du hast sämtliche Möglichkeiten hier Rock, Soft, Klassik, Pop, Hall, Jazz, Kino einzustellen. Dann Benutzer definiert, dann habt ihr die Möglichkeit, mehrere Sachen einzustellen, so wie ihr das persönlich haben wollt und dann das auch zu wechseln. Dann haben wir Feld, hier könnt ihr euch aussuchen, wo im Auto quasi der Ton zentral ankommt. Das ist jetzt zum Beispiel hier Fahrzeugmitte, ihr könnt natürlich auch hier oder je nachdem da, wo ihr sitzt oder wo der Ton hingehen soll, quasi am Ohr ankommen soll, da könnt ihr jetzt hingehen und sagen, komm, da sitze ich jetzt, da soll der Ton ankommen. Habe ich jetzt wieder in die Mitte gesetzt. Dann haben wir Meister. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeiten, finde ich auch richtig gut, sogar mehrere Möglichkeiten. Ihr seht, alles so ein bisschen bunt hinterlegt. Könnt ihr jetzt, habt ihr dieses, was ihr vorher auch hattet, dieses Bild. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel hier geht ihr drauf und könnt jetzt einstellen, die Frequenz einstellen, wie viel, was da rauskommt. Wenn ihr zum Beispiel vorne, wie ich jetzt gerade hier, 10er drin habt, also so 10er kleine Lautsprecher, die können natürlich nicht so gut den Bass ab. Das habt ihr die Möglichkeit, alles so ein bisschen einzustellen. Plus, dass ihr noch die Möglichkeit habt, einzustellen, wann der Ton von jeder einzelnen Box an eurem Ohr ankommt, um eventuell irgendwelche Hindernisse im Auto auszugleichen. Oder ich sag mal, wenn jetzt, ne, ich habe einen T4, langer Radstand, dann ist natürlich die Boxe, die da ganz hinten ist, die dauert natürlich eine Millisekunde länger bei mir im Ohr anzukommen, wie die, die vorne ist. Und das kann man hier alles richtig gut einstellen. Da muss man sich auch mal mit beschäftigen. Also selbst ich müsste mich jetzt hier mit diesen vernünftig beschäftigen, um das vernünftig einzustellen. Das hat man auch nicht mal ebenso erklärt. Ich wollte euch zumindest einmal sagen, das Gerät kann das. Und ihr habt da die Möglichkeit, sämtlichen Kram hier einzustellen. Das ist schon einiges. Ja. Habt hier alle Möglichkeiten. Bass, zum Beispiel Bass hinten, was mehr. Ich habe jetzt hinten zum Beispiel, habe ich ja die große Ablage. Die kann mehr Bass vertragen. Hier vorne, lassen wir mal lieber, weil kleine Boxen, weniger Bass und, und. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich alles damit einzustellen. So, dann gehen wir da wieder raus. Dann habe ich hier, das ist der App Store von dem Gerät selber. Da könnt ihr mal gucken. Hier dieses Drive Chat, das ist die künstliche Intelligenz. Die ist schon drauf, die müsst ihr euch aber noch aufs Telefon ziehen. Dann natürlich YouTube, Netflix, Spotify ist schon drauf, WhatsApp war schon drauf. Und die ganzen anderen Sachen, das sind die Sachen, die ihr euch aus dem App Store runterziehen könnt für das Gerät. Und das funktioniert auch mit dem Gerät, weil es extra fürs Gerät gemacht worden ist. Dann natürlich normal Google. Kann ich mal kurz drauf gehen. Ne? Könnt ihr ganz normal Google benutzen. Müsst ihr euch natürlich auch dementsprechend anmelden. Google, dann HDMI brauche ich jetzt auch nicht draufklicken, weil das Ding hat auch einen HDMI-Eingang. Den könnt ihr benutzen. Und dann könnt ihr da, ich sag mal, Videos abspielen oder Spiele spielen oder wie auch immer, was ihr im Auto machen wollt. So, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Natürlich Maps ist klar,
Aber hier habt ihr die Möglichkeiten, jetzt nicht auf Maps zu gehen oder Google Maps zu gucken, sondern die Einstellmöglichkeiten habt ihr hier. Ihr könnt die Töne einstellen, Sprache, Kurzbefehle und. Das habt ihr hier die Möglichkeit, um das auf dem Starterbildschirm, wo das dann hier ist, dann auch später zu benutzen. Dann Musik. Hier habt ihr die Möglichkeiten, Musik, die ihr vielleicht selber gespeichert habt oder sonst was, hier abzuspielen und auch abzurufen. Das war die erste Seite. Jetzt kommt die nächste Seite. Die ist nicht mehr ganz so voll. Da haben wir hier die Palette. Da haben wir noch die Möglichkeiten. Also ich habe es selber noch nicht gemacht. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, alles ein bisschen farblich zu ändern. Nach euren Wünschen. Heller, dunkel, so wie ihr es haben wollt. Pandora war ich noch nicht drauf. Deswegen, weil Pandora kann ich nicht so anfangen. Play Store ist klar. Müsst ihr euch natürlich auch anmelden. Könnt ihr die Apps aus dem Play Store auch so weit runterziehen. Dann habt ihr Radio, war auch klar. Radio habe ich ganz am Anfang ja schon gezeigt. Das wusste ich jetzt nicht. Spotify ist klar. Hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr so ein Gerät habt, OBD-Sachen natürlich hier auf das Gerät einzuspielen. Das habe ich jetzt leider nicht. Das zählt genauso für Reifendruckkontrollsysteme. Habe ich jetzt auch nicht bei meinem alten Auto. Aber hier habt ihr auch die Möglichkeit, das dann dort abzurufen. Ich glaube, ich weiß, wofür das hier ist. Ich meine, das wäre Dashcam. Dashcam-Kamera. Habe ich leider auch nicht. Brauche ich jetzt hier nicht. Habt aber hier die Möglichkeit, das hier aufzuspielen und auch zu benutzen. Dann Updates. Ich müsste eigentlich ein Update ziehen. Dauert natürlich etwas länger. Habe ich jetzt nicht so große Lust zu. Ne? Ihr seht, hier könnt ihr ein Update ziehen. Das muss aber dann mit dem Internet verbunden sein. Deswegen mal hier auf Abbrechen. Dann könnt ihr euch Videos reinpfeifen. Hier ist jetzt... Ihr seht das. Da sagt ihr jetzt, ihr müsst auf jeden Fall das Kabel dementsprechend anschließen, damit ihr Videos gucken könnt. Findet ihr in der Bedienungsanleitung, welches Kabel ihr dann bitte an die Handbremse anschließen müsst, damit das funktioniert. Ihr könnt es aber auch überbrücken. Müsst ihr mal gucken, ob die Masse gesteuert sind oder eventuell Strom gesteuert sind und dementsprechend dann anschließen. Dann Bluetooth 2, ihr habt dann die Möglichkeit, mehrere Geräte anzuschließen über Bluetooth, nicht nur euer, also nicht nur das Handy zum Beispiel. Dann habt ihr die Videos, habe ich schon gezeigt. So, dann haben wir hier die Widgets oder wie die heißen. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese ganzen Klamotten, die ihr habt hier, die könnt ihr euch nach unten wegziehen, um dann quasi euren Bildschirm auf eure persönlichen Eigenschaften einzustellen. Quasi hier, ich zeige euch das hier, diese Dinger hier. Die könnt ihr euch für euch persönlich umstellen und zusammenbauen, so wie ihr das möchtet. Das habt ihr dann quasi hier die Möglichkeit, alles zu ändern. Dann YouTube, klar, kennt jeder. Und CarPlay ist auch klar. So, jetzt gehen wir einmal zurück, weil YouTube wollte ich dann auch nochmal zeigen. Das ist jetzt auch so möglich. Ich kann jetzt einfach auch YouTube gucken. Dann gehen wir jetzt auf meine Videos. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen Musik. Das darf ich auch abspielen und auch mal was lauter. Guckt euch mal das Video an. Da laber ich nicht, da wird einfach nur Musik abgespielt und wir haben einfach einen tollen Tag am See auf dem Bulli-Treffen. Aber das Video ist immer gut, um die Musik davon zu nehmen. Ja Leute, wie eingangs erwähnt, haben wir auch eine künstliche Intelligenz drin, so eine genannte KI. Und das Radio lässt sich natürlich dann auch Sprachsteuerung. Ihr habt natürlich auch die anderen Sprachsteuerungen wie über Google oder über die Siri. Aber Siri hat zum Beispiel nicht jeder. Jeder, der Android-Auto da benutzt, hat das wahrscheinlich dann nicht. Aber das Autoradio bietet halt die Möglichkeit, direkt über das Autoradio mit einer gesonderten KI zu kommunizieren. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, das Radio per Sprachbefehl einzugeben. Ein Beispiel. Atoto? Mhm. Spiele Radio.
Ihr habt gehört, das funktioniert. Und ihr könnt natürlich auch andere Sprachbefehle geben. Wie zum Beispiel Atoto. Videowiedergabe. Dann öffnet sich das Videodisplay, wo man Videos gucken kann. Ja, natürlich haben wir noch andere Möglichkeiten und ich zeige euch einmal hier auf dem Gerät, welche Sprachbefehle ihr zum Beispiel nutzen könnt. Wenn ihr in euer Menü geht, habt ihr hier Drive Chat. Das ist die KI und da habt ihr natürlich auch Möglichkeiten. Wenn ihr auf Allgemein geht, steht hier oben eure E-Mail, die zeige ich jetzt nicht von mir. Dann habt ihr hier zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel hier so ein Lenkradschaltung habt, könnt ihr am Lenkrad dieses dann auch einschalten. Das kann man hier einstellen oder auch selber bei euch am Auto sogar, wenn ihr eine Lenkradschaltung habt, eine richtige Lenkradschaltung und das mit dem Autoradio verbunden habt, geht das natürlich auch. Ansonsten können wir mal auf die Skills gucken. Hier habt ihr die ganzen Sprachbefehle, die ihr dem Radio über die KI gesondert sagen könnt. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen sagen. Die werden dann auch angenommen, wie zum Beispiel Geschichten erzählen oder ich sag mal irgendwas ausrechnen lassen, so wie man das eigentlich von einer KI gewöhnt ist. Das habt ihr hier auch die Möglichkeit. Dann könnt ihr hier, wenn euch was nicht gefällt, auch Rückmeldungen geben. Dann haben wir hier den Benutzerleitfaden. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, das ist die KI, die hier drauf ist. Und ihr habt hier dieses Swift Stone. Das habe ich bei mir aufs Handy gespielt. Und das kommuniziert wohl damit, damit alles richtig funktioniert. Hier habt ihr eine detaillierte Beschreibung, was ihr machen sollt. Also ihr müsst euch natürlich erstmal anmelden. Einmal mit dem Handy oder mit dem Radio. Ich würde es mit dem Handy machen, ist ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr das hier abscannen und dann verbindet sich quasi euer Radio mit eurem Handy. Würde auch über Bluetooth gehen, aber das ist leichter. Ja, und dann geht ihr einfach die Schritte nach, die ihr angegeben werden, damit ihr die künstliche Intelligenz auch vernünftig nutzen könnt. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel, das ist das Autoradio, was ich ausgewählt habe. Das kann ich jetzt hier bei meinem Handy natürlich auch machen. Das sieht dann jetzt auch so aus, wie hier beschrieben. Und dann habt ihr hier auch die Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt dieses Bild und hier seht ihr Abenteuergeschichten, Color lernen und verschiedene Sachen habt ihr die Möglichkeit. Hier eine Romantour, kritisches Denken. Also man kann hier sämtliche Sachen, wo man Lust drauf hat, kann man sich hier konfigurieren und einstellen. Ja, und die dann mit dem Radio quasi benutzen. So, dann über. Hier stehen jetzt die einzelnen Daten. Aktualisiert hatte ich das, glaube ich, schon. Ich gucke nochmal eben schnell. Ja, ist auf dem neuesten Stand. Radio habe ich übrigens auch mal aktualisiert. Das dauert aber so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Da müsst ihr euch ein bisschen Zeit für nehmen. Ansonsten, wenn ihr jetzt dem Kind keinen Namen gegeben habt und das auch noch nicht eingestellt hat, das muss man extra einstellen. Da geht ihr hier auf Allgemein, dann geht ihr oben einmal drauf, Verwalten. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, das könnt ihr jetzt in eine Tonne schmeißen zum Beispiel, das habe ich eingegeben, und könnt dem Kind einfach einen anderen Namen geben. Den Namen, den ihr nehmen wollt. Ne, wie gesagt, den Namen eurer Schwiegermutter oder ihr könnt das Ding Honk nennen oder wie auch immer. Oder einfach den Namen von eurem Auto. Das müsst ihr dann dreimal einsprechen und dann müsst ihr das auch hier explizit aktivieren, damit ihr diese Sprachbefehlmöglichkeit überhaupt habt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ihr müsst es nicht unbedingt in Sprachbefehl-Modi eingeben. Ihr habt auch die Möglichkeit, entweder hier auf diesen Button zu drücken oder einfach hier aufs Mikrofon zu drücken. Der Button ist jetzt zum Beispiel auch immer vorhanden, egal in welchem Bildmodus ich bin. Das heißt, egal wo ich hier irgendwo bin, der Button ist immer da und der Button ist sowieso immer da, weil der ja hier quasi aufgelabelt ist. Und da habt ihr halt die Möglichkeit, einmal drauf zu drücken und dann den Sprachbefehl, was ihr machen wollt, zu machen quasi. Mhm. Erzähl mir eine Geschichte. Es war einmal in einem idyllischen Wald ein kluger und freundlicher Fuchs namens Ferdinand. Ferdinand war bekannt für seine Weisheit und Hilfsbereitschaft gegenüber den anderen Tieren des Waldes. Eines Tages verbreitete sich die Nachricht,
dass die Wälder in einem fernen Land von einer bösen Hexe bedroht wurden. Ja Leute, ihr seht, euer Radio kann quasi mit euch sprechen. Ist natürlich auch sehr interessant. Auch mal was anderes, aber auch noch nicht 100% ausgereift, so wie ich das festgestellt habe. Ansonsten ist das Radio wirklich, wirklich toll. Also es ist unheimlich schnell, unheimlich flüssig und es macht einfach das, was es machen soll. Und das in einer echt guten Zeit. Empfang ist gut und ich stehe hier quasi in einem echt unheimlich schlechten Empfangsbereich. Ich habe jetzt hier die Kabel einfach nur raus auf die Motorhaube geschmissen und ich habe trotzdem einen guten Empfang mit Radio und DAB+. Und ansonsten macht das Radio eigentlich das, was es soll. Ich habe zum Beispiel jetzt das Radio auch mit meinem Handy verbunden, nicht nur über Bluetooth, sondern auch direkt mit meinem Handy als Hotspot für die ganzen Sachen, wo das Radio quasi Internet braucht. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, extra noch eine SIM-Karte einzulegen. Damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, das würde auch wieder den Rahmen sprengen. Aber dann könnt ihr das Autoradio quasi komplett autark betreiben, ohne dass ihr euer Handy damit verbindet. Ist natürlich schöner, wenn ihr CarPlay oder Android Auto benutzt, aber ansonsten habt ihr die Möglichkeit, das wirklich komplett autark zu benutzen, ohne Handy oder weiteren Sachen, die man dafür dann extra benötigt. Ansonsten Rückfahrkamera und der ganze andere Dreht, den es normalerweise immer dabei gibt. Rückfahrkamera extra explizit gibt es nicht dabei, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier auch eine Rückfahrkamera zu benutzen. Oder ein extra Verstärker oder ein extra Bass kann man natürlich hier alles ganz locker anschließen und auch richtig schön einstellen. Verstärker, das ist natürlich jetzt ein Begriff für mich, weil ich habe ja noch von Atoto einen extra Verstärker dazu gekriegt und den könnten wir eigentlich auch mal eben einbauen, um zu gucken, wie viel mehr Leistung wir dann bekommen, wenn wir einen extra Verstärker von Atoto einbauen. So Leute, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, natürlich auch einen tollen Verstärker direkt vom selben Hersteller einzubauen. Das bedeutet auch Plug and Play. Also ihr braucht quasi nur was dazwischen machen, Stromkabel drauf machen und dann läuft die Butze. Diesen Verstärker hier bekommen von Atoto, der gehört nicht mit zum Lieferumfang des Radios, also ihr müsst euch extra kaufen. Und da sind enthalten ein paar Kabel, also hier ist das Stromkabel drin wahrscheinlich, so ist es, hier ist das Stromkabel drin und verschiedene Adaptionsmöglichkeiten, nämlich längere Kabel, kürzere Kabel, je nachdem, wo das Gerät verbaut werden soll. Das sind dann jeweils immer die Stecker, die hinten im Autoradio reinkommen. Und dann gibt es davon längere und kürzere. Und hier auch wieder sämtliche Adaptionsmöglichkeiten, um das irgendwie ans Fahrzeug anzubinden. Ihr könnt das sogar hingehen, so wie ich das jetzt hier sehe, an jedes andere Autoradio auch anbinden. Nicht nur direkt ans Atoto Autoradio. Ist natürlich einfacher, weil es da Plug and Play geht. Den Verstärker, der ist nämlich hier drin. Da ist nämlich auch noch hier Anbaumaterial, um das irgendwo ans Fahrzeug festzumachen. Oder man kann das sogar teilweise an den Radios hinten festmachen, weil das ist nämlich genau die Doppel-DIN-Größe. Die würde dann quasi mit hinten reinpassen, so wie ich das verstanden habe. Dann kann man das hier und hier befestigen. Ja, oder den Verstärker irgendwo anders hinbauen. Das werde ich natürlich tun, weil Platz ist natürlich Mangelware in so einem DIN-Schacht. Ja, das heißt, wir können aber jetzt zum Beispiel bei meinem Bus, ist hier unterm Armaturenbrett relativ viel Platz. Das heißt, von da bis da komme ich auf jeden Fall mit diesen Kabeln und dann schließen wir mal direkt an. So, kommen wir einmal ran. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach dieses große Verlängerungskabel, weil dann komme ich nämlich überall im Auto hin. Und dann habt ihr hier, seht ihr schon, quasi einfach nur eine Verlängerung, die sieht aus wie eine Verlängerung, mit einem Abzweig. Der hier, der geht nämlich schön in den Verstärker und dieses hier wird einfach nur zwischen eurem Autoradio und eurem Auto gemacht. Das heißt, das schließe ich jetzt hier einmal an. Also hier ist das Auto mit dem Originalstecker von Atoto. Dann gehe ich hier direkt ins Autoradio. Auch direkt drauf und kann jetzt mit diesem Kabel, tue ich einmal hier durch, direkt auf den Verstärker gehen.
Und das Autoradio kann jetzt auch schon wieder sofort rein. So, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Wir haben jetzt hier einen 20-poligen und hier ein bisschen weniger. Und hier haben wir dasselbe quasi nochmal. Jetzt ist es so, dass man könnte jetzt denken, die Kabel kommen direkt nebeneinander. Ist aber in dem Fall nicht so, weil das eine ist Output und das andere ist Input. Das heißt also hier rein, da raus. Das schließe ich dann eben einfach Plug and Play eben an. Der muss da rein, also Input hier. Und den Stecker, der kommt dann jetzt hier hin. Fertig. Dann müssen wir jetzt noch einmal Strom drauf machen. Da haben wir hier ein richtig schön langes Kabel mit diesem Stecker hier. Der kommt jetzt in diesen weißen Stecker hier und wird dann hier mit einer Sicherung bitte noch dazwischen schön an euren Strom angeschlossen. Das mache ich mal eben. So, einmal zum Verstärker selber. Achtet mal bitte drauf, dass ihr die Stromleitung, die ihr anbringt, auf jeden Fall richtig anbringt. Weil selbst wenn die Stromleitung ausfällt, funktioniert das Gerät bedingt immer noch. Machen wir Musik an. Jetzt die Stromleitung abmache. Es geht immer noch, aber ihr habt weniger Leistung. Das heißt, ihr merkt, der hat da keine Lust drauf. Also vergesst die Stromleitung nicht anzuschließen mit vernünftig Power drauf. Dann seid ihr stabil. Ja, und jetzt könnt ihr da richtig Gas geben mit. Was ist los? Boah, Leute, und das ist gerade mal vom Radio Halbgas. Also Wahnsinn! Ey, was das Ding macht, das Hammer. Hätte ich nicht erwartet, ey. Ich meine, ich habe schon so einen kleinen Verstärker in einer anderen Bauart, aber Hut ab. Echt Hut ab. Vor allem Plug and Play angeschlossen. Innerhalb von, also anschließend selber, was weiß ich, 2 Minuten oder so. Ne, man muss halt Kabel legen. Ich habe jetzt hier natürlich den Sonderbonus. Ich schließe das mal eben hier an die Autobatterie vom Auto an, was hier draußen vor der Tür steht. Und dann läuft das. Ihr müsst natürlich noch das Pluskabel ziehen. Aber das ist jetzt auch nicht so besonders groß. Die Leitung, was hat die? 2,5 Quadrat oder sowas? Mehr braucht die auch nicht. Und der nimmt sich sogar Strom quasi vom Autoradio. Selbst wenn es mal sein sollte, warum auch immer, dass hier die Leitung gekappt wird, Sicherung rausfliegt oder sonst was, habt ihr immer noch Radio. Natürlich nicht mehr mit der vollen Leistung, weil dann wird einfach die Leistung vom Radio durchgeschleift. Mega. Einfach mega, hätte ich nicht erwartet. Ja, so klein, so fein, kann man überall hinbauen und dann könnt ihr da eure Anlage auf jeden Fall richtig, richtig gut aufwerten. Und das Beste ist dieses Plug and Play, einfach anschließen, fertig. Ich habe ja noch ein Autoradio von Atoto, das liegt, wo liegt das eigentlich? Das habe ich da hinten liegen, das kommt in mein neues Auto. Ja, ich habe gesagt, neues Auto, ich habe mal wieder was gekauft. Und da kommt wahrscheinlich auch erstmal der Verstärker rein, solange ich den für dieses Radio noch nicht brauche. Obwohl ich schon überlegen bin, dieses Radio auch da einzubauen. Naja, Qual der Wahl. Wir gucken mal. Das Auto stelle ich euch natürlich die Tage auch nochmal vor. Leute, mega. Also ich kann euch sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Produkten von Atoto. Ja, und ganz zum Schluss für dieses Video, für Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Abonnieren dürft ihr diesen Kanal natürlich auch. Abonniert uns kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Reinhauen, euer Meister Frickel.